Willkommen zum zweiten Formel 1 Grand Prix 2010 in Australien. Mitten in der Stadt liegt er, der Albert Park. Auf dem 5,3 Kilometer langen Kurs kommt es schon wenige Meter nach dem Start in der Jones-Schikane zu heftigen Ausbremsmanövern. Eine Schlüsselstelle, die den Rennverlauf bestimmen kann. Nach der langen Brabham-Geraden geht's gleich wieder rein in eine knackige Rechts-Links-Kombination. Attackieren und vorbeiziehen oder selbst ausgebremst werden. Der erste Streckenabschnitt ist eine harte Bewährungsprobe. Weiter zur nächsten Schlüsselstelle des Kurses, die Marina-Schikane. Hier müssen die Piloten die optimale Linie finden, sonst verlieren sie beim Herausbeschleunigen Zeit und damit Topspeed auf der Albert Road. Doch Vorsicht, die Strecke birgt einige Tücken. Generell gilt der Straßenkurs als sehr rutschig und dann auch noch welliger Asphalt vor der Clark-Schikane. Schwierig, hier sauber in die Kurve zu kommen. Mit 68% Vollgasanteil ist Melbourne eine der schnelleren Strecken im Kalender. Die Schlüsselstellen jedoch sind eher langsam. Entsprechend wird das Setup auf viel Abtrieb und Grip getrimmt. Und dieser wird besonders im letzten Sektor benötigt. Ascari, Stewart, Senna und Prost, gleich vier haarige Kurven kurz vor Schluss, verlangen den Fahrern einiges ab. Überholen gilt im Albert Park zwar generell nicht als einfach, dennoch, Australien lädt durchaus zu ein paar Attacken ein. Ein spannendes zweites Rennen wartet auf Teams, Fahrer und Fans.